Kommt drauf an, was man unter einer fairen Ausbildung versteht. Für mich ist es wichtig, dass Aufwand und Ertrag in einem gerechten Verhältnis stehen müssen. Wer viel arbeitet, der soll auch am Ende gute Noten haben. Und bei Jura kann man schon sagen, wer fleißig ist, wird im Regelfall besser abschneiden als Leute, die nichts machen. Aber trotzdem ist dieses Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag notenmäßig deutlich schlechter als bei anderen Studiengängen. Ja, und dann muss man selbstkritisch sein, sicherlich. Man macht genug Fehler. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass die Materie sehr schwer ist. Und, das haben wir auf dem Kanal ja schon ein paar Mal angesprochen, die staatliche Ausbildung hat einige Mängel. Ja, in der Universität und auch in den Stationen des Referendariats wird teilweise auch zeitlich bedingt nicht das beigebracht, was am Ende in den Prüfungen gefordert wird. Und das macht aus einem schweren Studiengang teilweise einen sehr frustrierenden.